Willkommen zurück, meine Freunde, zu einem weiteren Let's Try. Dieses Mal muss Don't Starve herhalten. Ein Game sponsored by Tyson. Davon wollte ich jetzt schon länger ein Let's Try machen, habe auch schon ein klein wenig davon gezockt. Das ist aber mittlerweile schon ein paar Patches her, da sich das Spiel derzeit in der Beta befindet, wie man sehen kann. Und ja, ich will euch trotzdem so ein bisschen die Mechaniken beibringen. Meine Freundin suchtet das Spiel wie wahnsinnig und die würde wahrscheinlich euch besser die Feinheiten des Spieles erklären können. Aber die habe ich leider derzeit nicht zur Hand, also werde ich das so irgendwie probieren. Die Einstellungen sind relativ bescheiden für ein Indie-Game, ja, nichts Außergewöhnliches. Sound, Bloom, Distortion, was auch immer das ist. Fullscreen oder nicht. Display, was auch immer das ist, wahrscheinlich falls man mehrere Monitore angeschlossen hat. Resolution, Refresh Rate, ja, nichts Besonderes an dieser Front. Dann wollen wir mal anfangen mit einer neuen Welt. Ja, da war noch gerade eben irgendein alter Charakter aktiv, der vor Tagen, vor Wochen mal gezockt wurde. Wie ihr sehen könnt, habe ich schon ein paar Charaktere freigespielt. Ich habe das Spiel nur in 2 Durchläufen gezockt. In 3 Durchläufen. Beim ersten Durchlauf bin ich bis Tag 4 gekommen, weil ich keine Ahnung hatte, was ich mache. Beim zweiten Durchlauf bin ich dann bis Tag 34 oder nee, 43 gekommen, glaube ich. Bin dann gestorben wegen meiner Freundin. Du! Und ja. Stone, du versuchst nur deine Schuld zu verschieben. Nein. Wir haben hier verschiedene Leute zur Auswahl. Einmal den Scientist, das ist so der Standardcharakter, den man von Anfang an auswählen kann. Dem wächst ein Bart nach einer Weile, kann man für bestimmte Items benutzen. Dann die Willow, die... Nachts kommt nämlich übrigens ein Nachtmonster, was euch töten kann. Und das kommt immer, wenn ihr vollkommen im Dunkeln seid. Und die Willow legt immer automatisch ein Feuer, bevor das Nachtmonster euch anfallen kann. Dann haben wir noch The Bereaved. Wendy. Bei ihr kommt manchmal der Geist ihrer toten Schwester und hilft einem aus. Und The Strongman. Das ist für die Leute, die sonst nichts können in diesem Spiel und gerne mit jemandem zocken, der mehr Gesundheit hat und einen größeren Magen. Ich nehme einfach mal den Standardcharakter oder... Wobei die Standardcharakter... Wenn ihr das Spiel schon mal irgendwo gesehen habt, dann habt ihr höchstwahrscheinlich schon mal den Standardcharakter gesehen, ja? Also ich nehme mal hier Blondie. Blondie ist, finde ich, von den Charakteren, die ich bisher freigeschalten habe, so der am wenigsten kann von den Eigenschaften her, aber das ist eigentlich auch egal. Ich möchte euch dann nur zeigen, was Sache ist. Am Anfang habt ihr ja auch gesehen, dass man eine neue Welt kreieren kann. Man kann aber auch, wenn man mit einem neuen Charakter anfängt, die gleiche Welt nehmen, in der man mit dem letzten Charakter schon rumgelaufen ist. Und Don't Starve ist ein Survival-Game. Wie ihr sehen könnt, zeichnet sich das schon dadurch aus, dass wir bereits seit den ersten Sekunden einfach anfangen, alles Mögliche einzusammeln und irgendwie unser Überleben zu sichern. Rechts oben hier könnt ihr eine Sonnenuhr, könnte man sagen, im wahrsten Sinne des Wortes sehen, die uns anzeigt, was für einen Tag wir haben und wie weit der Tag fortgeschritten ist. Der gelbe Bereich ist der eigentliche Tag. Der rote ist die Abenddämmerung und das dunkelblaue ist die Nacht. Und sobald Nacht ist, würde ich nicht unbedingt, zumindest nicht am Anfang empfehlen, wild durch die Karte herumzustreuen und rumzulaufen mit einer Fackel. Denn man sollte sich, wenn möglich, ein Lagerfeuer basteln und dann die Nacht verharren, ohne dabei von Monstern angefallen zu werden. Und ja, jetzt, ich hatte schon alle Sachen erforscht, aber seit den letzten Patches ist das leider nicht mehr da. Denn die haben das Wissenschaftssystem nochmal überarbeitet und das funktioniert etwas anders. Ich habe hier das, man kann noch derzeit auswählen zwischen dem alten und dem neuen Wissenschaftssystem. Denn verschiedene Items sind hier schwarz unterlegt und die müsst ihr erstmal erforschen, dass ihr die auch tatsächlich bauen dürft oder könnt. Und mit dem alten Wissenschaftssystem, was wie gesagt ich hier habe, funktioniert das so, dass ihr hier oben diese Glühbirnen seht. Und ihr könnt eine sogenannte Science Machine, also eine... Ich weiß gar nicht, ob es eine deutsche Ausgabe von dem Spiel gibt. Ich spiele das einfach die ganze Zeit auf Englisch. Und ja, die könnt ihr bauen. Eine Wissenschaftsmaschine oder whatever das auf Deutsch heißen würde. Und
Dort könnt ihr dann verschiedene Materialien reinwerfen. Im Prinzip alles, was ihr findet. Materialien wie bearbeiteter Stein und sowas bringen mehr Punkte. Und allgemein seltenere Materialien bringen mehr Punkte. Und häufige Materialien wie Baumstämme oder Äste bringen weniger Punkte. Und also mit Punkte meine ich die Glühbirnen hier oben. Das ist die Einheit. Und dann könnt ihr Sachen erforschen. Ach nein, halt. Hier habe ich sogar alles erforscht. Außer die beiden Sachen hier. Die beiden sind durch den Patch neu dazugekommen. Und da steht, use a science machine to learn more. Und sobald man eine Science Machine mal gebaut hat, dann wird einem auch angezeigt, wie viele Punkte man denn bräuchte, um damit tatsächlich voranzukommen. Das ist aber mal eine interessante Map. So viele Wege! Hatte ich noch nie gehabt. Bis jetzt hatte ich immer eigentlich riesige Inseln, die pur aus Wiese bestanden haben. Eine relativ anfängerfreundliche Insel. Und ja, nicht vergessen, immer mal wieder zur Abwechslung ein paar Bäume zu pflanzen. Damit nicht unbedingt so. Oder geht das nur auf Rasen? No, don't drop this, man! Hat ich auch Rechtsklick? Ah, Rechtsklick, okay. Scheinen die wieder mittlerweile geändert zu haben, ich weiß es nicht. Aber ja, Betonung ist auf Survival in diesem Spiel. Und nach einer Weile wird es auch relativ schwer, weil nach einer bestimmten Anzahl an Tagen, ich glaube nach so 7 Stück oder sowas, können euch auch anfangen, sogenannte Höllenhunde und sowas heimzusuchen. Und ja, nach den 7 Tagen kommen sie dann in kürzeren Abständen immer wieder und heizen euch dann ein und rennen euch lange Strecken hinterher und ihr müsst euch gefälligst in Sicherheit bringen. Hier habe ich eine Besonderheit gefunden, die ich bei meinem letzten Spielstand von damals relativ spät erst gefunden habe, und zwar ein Schweinsdorf, a Pig Village. Diese Schweine verschwinden in den Häusern, sobald es dunkel wird, und wenn ihr ihnen Fleisch gebt, wovon ich jetzt gerade nichts habe, fangen sie an, euch hinterher zu rennen und ihr könnt sie als Krieger misshandeln und einfach... ja, mitnehmen als Krieger. Na, kann ich sie jetzt nicht zu der Reaktion bringen, die ich gerne hätte. Erstmal das. Jawohl, wenn man die Schweine mit was anderem außer Fleisch füttert, bei Fleisch rennen sie einem hinterher, mit was anderem droppen sie einen Haufen Kot. Und der ist insofern gut, weil ihr den für eure Felder, die ihr später anbauen könnt, und zum Beispiel Obst oder sowas... Jump in Wormhole, was ist das denn? Das muss... Oh, Jesus! Huch! Das muss neu sein. Das kannte ich jetzt noch nicht. Cool! Irgendeine Art, schnell zu reisen. Ich habe mich gerade eben verdammt nochmal erschrocken, weil das so plötzlich passiert ist. Jetzt wird es langsam schon Abend. Oh, hier haben wir schon ein Sumpfgebiet. Das kann ich euch gleich als nächstes zeigen. Ja, wo war ich stehen geblieben? Ihr könnt Felder bauen, wo ihr Obst anbauen könnt. Aber, ja, dafür, um das erstmal bauen zu können, braucht ihr eben einen Häufchen Kot als Dünger sozusagen. Kot könnt ihr auch benutzen, um beispielsweise... Oh. Um beispielsweise... Na, wie heißt's? Ich mache erstmal ein Lagerfeuer, dann rede ich weiter. Ein Campfire. Könnt ihr auch benutzen, um das in euer Lagerfeuer reinzuschmeißen. Da könnt ihr so gut wie alles reinschmeißen, ja. Ja, und damit die Nacht überstehen. Am Anfang, wie gesagt, würde ich sagen, lauft erstmal nicht so großartig rum. Ich habe jetzt zufällig gleich einen ultra seltenen Gegenstand gefunden, ein Eyebone. It's looking into my soul. Ich weiß nicht genau, wie man das benutzt. Da haben andere Leute mehr Erfahrung mit. Aber wir können ja mal probieren, vielleicht einfach, wenn wir das fallen lassen oder so. Vielleicht muss ich auch erstmal warten, bis es kommt. Denn das ist eigentlich ein seltener Gegenstand. Zumindest das habe ich bisher davon gehört. Wenn man ihn benutzt, dann bekommt man so einen kleinen Hund, der einem hinterherläuft, der Chesty heißt und aus einer Kiste besteht. Und in den kann man Sachen einlagern. Ganz lustige Mechanik. Hier seht ihr, hier sind eure Lebenspunkte. Ihr kriegt Schaden, wenn ihr auf die Mütze bekommt, logischerweise. Und euren Hunger. Euren Mageninhalt, wollte ich schon sagen. Aber nicht ganz, obwohl im übertragenen Sinne, ja.
Und wenn ich hier so Sachen esse, wie zum Beispiel die Berries, könnt ihr mal rechts auf den Hungerzustand achten. Tada, Witz wiederhergestellt. Zugegebenermaßen sehr, sehr wenig. Aber ihr könnt nicht umsonst Samen hier kochen. Und dann heilen die Dinger ein bisschen mehr. Und gleichzeitig könnt ihr hier sehen, ist die Leiste so ein bisschen runtergegangen. Das ist die Haltbarkeitsleiste. Wurde auch seit irgendeinem der letzten Patches eingeführt, dass Gegenstände auch verfaulen können. Wenn ihr jetzt aber genau hinguckt, das ist schon ein bisschen hier abgelaufen, und ihr die Dinger bratet, dann ist das wieder voll aufgeladen und heilt gleichzeitig mehr. Das heißt, es macht Sinn, die Dinger im Inventar aufzubehalten, die verschiedenen Essenssorten, warten, bis es so in den gelben Bereich kommt und dann erst zu verbraten. So. Mittlerweile kann ich auch so ein paar andere Sachen noch craften, aber das ist vorerst mal egal. Man kann nicht selbst irgendwelche Gebäude bauen, also es ist kein Building-Spiel wie zum Beispiel Prime Example, Minecraft oder Terraria oder sowas, sondern wirklich voll und ganz nur auf Survival ausgelegt, was ich okay finde. So ein Spiel darf auch ruhig mal sein. Im Sumpf will ich vorerst mal nicht unterwegs sein, deswegen hier. Das sind Tentakel. Ich will nicht zu nah rangehen, denn diese Tentakel, die schießen aus dem Boden und können so einen Charakter wie mich ohne Rüstung, ohne nichts, so gut wie mit einem Schlag töten. Sehr gefährlich, diese Dinger. Schauen wir mal, ob ich mir mehr vielleicht eine Schaufel machen kann. Shovel. Ach, die neuen Schaufeln haben eine neue Funktion. Man kann nämlich so Gelände ein bisschen aushebeln, aber mittlerweile brauche ich dafür eine Science Machine, das ist ein bisschen ärgerlich. Dann Flint. Sammle ich hier nicht die ganze Zeit Flints ein? Ach, da ist er. Ah ne, Rocks habe ich eingesammelt. Chester, woo! Das ist eigentlich ein seltener Gegenstand, wenn ich richtig gehört habe. Er hechelt sogar schön vor sich hin. Open Chester, das ist ein ist das geil. Der hat hier ein gleich so ein Pack, wo ihr Sachen ablegen könnt und schön, da konnte ich euch gleich mal etwas Seltenes zeigen. So, das Interface habe ich euch gezeigt, eine Karte gibt es natürlich auch. Die Sicht könnt ihr mit den Pfeiltasten jederzeit ändern, ansonsten ist das eine isometrische Sichtweise. So, Pickaxe kann ich euch jetzt auch zeigen. Damit könnt ihr euch, wie ihr euch denken könnt, ein bisschen hier rumminen. Und erst jetzt habe ich festgestellt, dass mit einem der letzten Patches man Rocks auch auf dem Boden finden kann. Weil ich habe mich gewundert, weil ich dachte die ganze Zeit, wir würden diese Flints einsammeln. Aber wir haben Rocks eingesammelt. Davor, wann auch immer das war es so, dass man diese Rocks nur über diese Steine, über diese Felsen sammeln konnte. Und es war immer ein bisschen ein Krampf, vor allem am Anfang des Spiels, die einzusammeln. Und jetzt geht das doch recht schnell. Ich möchte gerade, genau, 2 Goldnuggets sammeln. Dann kann ich nämlich direkt eine Science Machine bauen. Ging auch schon mit einem. Und dann können wir direkt hier rein und euch zeigen, aha, hier 30 Points ist ein relativ grundlegender Gegenstand. Deswegen braucht man nicht so viel. Wir können ja noch ein Goldnugget reinlegen. Das bringt relativ, oh, nur noch 15. Okay, ich denke, das hat mal mehr gebracht. Noch ein paar Rocks. Die bringen wiederum mehr. Und dann hätten wir damit das Ding erforscht und können uns jetzt eine Shovel machen. So. Und dann könnte ich euch gleich noch was anderes zeigen. Eine kleine weitere Besonderheit, die ich hier gesehen habe. Hier ist nämlich ein Grab. Und wenn wir diese Gräber können wir natürlich ausbuddeln. Und entweder wir bekommen einen Geist. Oder sowas. Tiny Rocket Chip. Also das sind einfach immer irgendwelche random Gegenstände, die einem nichts weiterbringen, außer bei einem Schweinekönig. In den Schweinsdörfern ist nämlich manchmal ein Pig King dabei. Dem kann man das geben und gegen Goldbarren eintauschen. Oder wenn man das alte Forschungssystem hat, kann man die Teile für relativ viele Forschungspunkte, die bringen immer so 70 Stück, kann man das eintauschen. Ansonsten habe ich so ziemlich alles schon erforscht und gerade für so ein kurzes Vorstellungsvideo, ich will euch nämlich wirklich nur die Basics zeigen.
Wie ist das Interface aufgebaut? Um was geht es eigentlich in diesem Spiel? Was ist das überhaupt für ein Game? Also sprich Survival, Shooter oder was auch immer. Shooter wäre merkwürdig in der isometrischen Sicht. Aber ja, ich denke, euch zu zeigen, wie es zum Kampf kommt, soweit wird es jetzt auch nicht mehr kommen. Da ich ja nur... Komischerweise verschwinden hier auch Dinge auf dem Boden, wie ihr gerade eben gesehen habt. Ich habe nur zwei, drei Sachen eingesammelt und dann hat sich der Kram in Luft aufgelöst, warum auch immer. Ja, schön. Also persönlich habe ich schon 20 Spielstunden oder irgendwie sowas. Also ich habe schon ein bisschen Zeit damit verbracht. Und es... Obwohl, nein, diese 20 Spielstunden kommen auch zum Teil noch von meiner Freundin. I am full of emptiness. Ja, das ist so der kleine Emo, den man noch zocken kann. So, was wollte ich eigentlich haben? Meine Pickaxe. Ja, aber ich denke, das ist so eins von diesen Spielen, wo es lange dauert, um euch wirklich jedes kleinste Detail zu zeigen und euch zu zeigen, wie genau das Spiel aufgebaut ist und wie es funktioniert, wo aber relativ schnell gezeigt ist, weg da, worum es grundlegend geht. Also das ist hier kein Hexenwerk. Auf ein paar Sachen wie diese Tentakeln im Sumpf, es gibt so Grundregeln von Don't Starve quasi, die man besser nicht ignorieren sollte, wie ich es gerade bravourmäßig vorführe, weil ich hier rechts auf nicht so sehr auf den Hunger achte. Und ja, das war's schon so im Großen und Ganzen. Ich glaube, ich habe es schon 5 oder 6 Mal gesagt, das war's. Viel zu den Mechaniken oder sonst irgendetwas gibt es ja nicht wirklich zu erklären. Ich könnte euch nochmal kurz zeigen, ja, das ist jetzt natürlich doof, weil wir keinen Platz mehr haben. Kurz zeigen, wie so Kämpfe aussehen, aber das würde ich liebend gern auf ein andermal verschieben. Zuerst haben wir jetzt Nacht. Es wird gleich sehr finster. Dann können wir uns erstmal einen Haufen Zeug braten, um nicht zu verhungern. Hier sehen wir schon, das sind sogenannte Glühwürmchen. Wer hätte das gedacht? Die könnt ihr einfangen. Es lassen sich sehr interessante Sachen zusammenbauen, ja. Zum Beispiel, ich sollte mich erstmal darauf fixieren, ein bisschen zu essen, bevor ich mir hier noch verhungere. Während dieses kurzen Testvideos, so weit kommt es noch. Ich kann mal schauen, was wir denn dafür so brauchen. Zuerst muss ich mal wissen, was überhaupt hier herkommt. Ah, okay, für das Bugnet bräuchte ich noch ein bisschen Spinnenseide. Und ja, dazu müssten wir erstmal gegen die Spinnen kämpfen. Ich denke, das könnte ich euch noch zeigen. Wenn ich finden würde, wo zur Hölle die mittlerweile die Axt hingemacht haben. Wahrscheinlich unter Fight würde Sinn machen. Ein Spear. So, wir brauchen ein bisschen Seil und Flint. Seil können wir schon machen, weil wir Gras haben. Wo auch immer das ist. Sollte eigentlich unter Survival sein. Seile könnte sein, dass... Nee, hier, refine, Sachen raffinieren, also verbessern. So, ein Seil, glaube ich, war das nur. Nebenbei auch ein bisschen darauf achten, dass uns das Feuer nicht stirbt. Bereiten wir uns mal auf einen kleinen Kampf vor. Ein Seil, ein Flint und 2 Twigs. Also sollten wir schnell zusammen haben. Und dann kann ich ein paar Spinnen auch noch einheizen. Nebenbei, was ich auch... Footballhelm... Oder Locksuit, später, wenn man unterwegs ist. Was heißt später? Ich könnte das eigentlich auch schon mir zusammensammeln und so ein Ding bauen. Das ist im Prinzip einfach nur ein Anzug, der aus Baumstämmen besteht. Können wir eigentlich direkt mal machen, warum nicht? Und der gibt sehr, 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 sehr guten Schutz. So, ein nettes anderes Feature ist auch noch, wenn man zu viele Bäume fällt. Oder vielleicht hängt das wirklich einfach nur rein vom Zufall ab. Jetzt habe ich keine Axt mehr. Aber nach einer Weile, wenn man so einige Bäume gefällt hat, dann kann es sein, dass sich einer der großen Bäume entwurzelt und dann ein riesiges Baummonster auf euch zugerannt kommt. Quasi der Beschützer des Waldes, mehr oder weniger. Ist natürlich ein bisschen blöd, weil ich brauche ein paar Flints. Oh, hier haben wir richtig viele Spinnen.
Aber ohne Flintskörner kann ich mir auch keinen Speer machen und ich habe nicht mal mehr eine Axt oder sowas. Und mit der Pickaxe will ich nicht unbedingt gegen die antreten. Das könnte etwas schmerhaft werden. Schmerhaft. Und ich bin wieder zurück. Ja, das war jetzt ein bisschen doof. Ich kann nicht mal 25 Minuten aufnehmen, ohne dass ich sofort direkt wieder unterbrochen werde. Ach, hier haben wir noch ein Schweinchen. Also Flints finde ich gerade keine gut. Dann machen wir es halt einfach mit einer Pickaxe. Die Schweine werden mir auch zu Hilfe kommen. Also das geht schon. So, Spinnen. Ich weiß nicht, ob die mittlerweile irgendwie härter gemacht haben oder sowas, aber... Ja, die gehören zu den ersten Monstern. Die sind eigentlich also nicht so hart. Oder ja, brauchen nicht so viele Schläge, um zu sterben. Also... Wie ihr sehen könnt, mit einer Pickaxe geht es auch. Man muss nur so ein bisschen Hit and Run beherrschen und dann ist das schon machbar. Ansonsten kann man die Spinnen auch natürlich... jetzt durch das Spinnennetz wurde natürlich das so ein bisschen härter gemacht, damit es... Ja. Wenn ich im Fenster spiele, kann ich noch ein bisschen schlechter treffen. Weil, wie ihr sehen könnt, es ist nicht unbedingt mega hart, um Spinnen zu töten. Und ja. Das war's auch schon. Kein Platz mehr im Inventar, aber das ist okay. Ja, jetzt könnten wir uns eigentlich so ein Fangnetz bauen. Aber ich denke, ihr habt begriffen, was hier Sache ist. Kurz kann ich euch die Sache auch nochmal mit den Schweinen zeigen. Ihr müsst nämlich nicht unbedingt den... Ah, hier ist sogar so ein Pick-King, seht ihr mal. Den ich vorhin erwähnt habe. Wenn ihr ihm besondere Gegenstände bringt, dann gibt er euch dafür Gold. Und... Das Lustige ist, wenn ihr den Fleisch gibt, folgen sie euch, ja? Achtung, I follow. Und jetzt hilft euch beim Kämpfen. Wenn ihr denen aber drei Monsterfleisch gebt, passiert Folgendes. Nämlich gar nichts. Ich weiß nicht, vielleicht haben die das geändert, aber es war eine Zeit lang so, wenn ihr denen drei Monsterfleisch gegeben habt, dann verwandeln sie sich in Wehrschweine. Also dann kriegen sie überall ein dunkles Fell und werden wahnsinnig und rennen euch hinterher und greifen euch an. Das war dann nicht mehr so angenehm. Aber gut, das war Don't Starve, meine Freunde. Gibt es wie immer auf Steam. Falls noch der Preis mir richtig im Kopf geblieben ist, dann ist das bei 12 Euro, aber dafür bekommt ihr, oder 14 Euro, ein 2-Pack. Also sprich, da sind zwei Kopien von Don't Starve dabei, also im Prinzip kostet es 6 Euro. Ich weiß nicht, warum man nur eine Version des Spiels kaufen kann, sondern nur zwei, da das Spiel vor allem nicht mal Koop hat. Daher ist mir die Intention hinter dieser Bepreisung nicht ganz bewusst. Aber auf jeden Fall... Das war's dazu. Endlich mal wieder ein Let's Try, ein kleiner Einblick, was Sache ist. Und ich verabschiede mich damit, dass mein Schwein die Spinnen kaputt haut. Ach, seht ihr mal. Hier, bevor ich mich noch richtig verabschiede, da haben wir das Wehrschwein. Schien doch in diesem Fall irgendwie nur nach vier Monsterfleisch zu passieren. Und wie ihr sehen könnt, geht dieses Vieh einfach auf alles los. Also nicht nur auf mich, sondern wirklich auf alles. Auf alle Gegenstände, auf alles Mögliche. Das heißt, wenn man sie an den richtigen Stellen verwandeln lässt, dann kann es schon manchmal ganz praktisch sein. Jetzt geht es natürlich auch auf mich los. Da können uns vielleicht auch so die anderen Schweine ein bisschen zur Seite stehen. Ich weiß nicht, ob die sich gegenseitig angreifen... Na gut, jetzt bin ich eigentlich so gut wie am Sterben, weil ich werde den Typen nicht mehr los. Ach, aber unser Geist ist gespawnt. Seht ihr mal, dann kann ich euch das auch gleich mal zeigen. Und unser Geist hilft uns auch so ein bisschen mit dem Kämpfen. Die Nacht werde ich wahrscheinlich nicht überleben, weil ich die ganze Zeit hinten von diesem Wehrschwein am Weglaufen bin. Gut, jetzt aber ein zweites und letztes Mal. Das war Don't Starve, meine Freunde. Das war's für heute. Mein Geist ist doch damit klargekommen. Sehr gut. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend oder was auch immer für eine Uhrzeit gerade bei euch ist. Bis zum nächsten Mal. Ciao.